Hallöchen Leute, willkommen zurück. Eine neue, ja, für mich neue Aufnahmesession. Willkommen, 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 willkommen. Willkommen zurück. Es geht los mit Battlefield of Eternity. Und wie immer werde ich natürlich versuchen, das Bestmögliche zu spielen, was unser Team weiter helfen kann. Und mal gucken. Die Valar könnten wir erst einmal reinpicken. Hanzo wäre allerdings meine erste Wahl. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Beiden Supertanks sind schon mal draußen. Eine Sache, die ich definitiv, glaube ich, in dieser Aufnahme ist ja schon mal ein bisschen ausprobieren oder generell, ist der gute Mal'Ganis. Denn er ist ein bisschen gebufft worden. Ich hatte ein bisschen Spaß, als ich auf dem anderen Account gespielt habe mit Mal'Ganis. Wird mal Zeit, Mal'Ganis ein bisschen auf Herz und Nieren zu überprüfen, ob er tatsächlich, ja, ob sich's lohnt, ihn mal zu spielen. So als Bruiser zumindest. Kann da bestimmt was gehen. Ah, die Baller ist open. Kann sein, dass die direkt rausgejagt wird. Ach, die können mit dem Kälte, ist okay. Dann holen wir uns die Baller erst einmal Ich bin bereit. statt den Hanzo. Okay, das ist nicht gut. Sehr gute Sagara. Extremst gute Sagara. Schöne Pixel auf der Gegnerseite. Der Geisler gefällt mir wieder mal nicht. Nicht schlecht, was der Typ drauf hat. Spielt jetzt Lilly. Nee, stimmt gar nicht. Er spielt Stitches. Geht's mit dem weiter? 1500. Warmer Diamond. Geslo. Jedenfalls nicht unter den Top-Helden. Dieses Reich braucht mich. Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Der hat auf jeden Fall vier Helden, die er gerne spielt. 123.000 Games gemacht mit Lilly. Dafür kann er auch nur eine Handvoll Helden spielen. Der ist so 2.000 Spiele. Keltas, 3000 Spieler hat er mit Keltas bestritten. Okay, Keltas ist, offensichtlich ist er Lieblingsheld. Level 302 mit KT. Okay, ein gutes Lineup, was die haben. Die Chromi wird hier bestimmt mit Temple Loop spielen. Two Mages. Kaum starte ich Hotz, schon geht es mir wieder elendig dreckig. Bin total müde, weil wir gar nichts gemacht haben. Ah.
Ja, ich denke, unser Sitges wird wahrscheinlich ein bisschen was drauf haben, unser Lilly wird wahrscheinlich ein bisschen was drauf haben. Der spielt mit dem Ming sehr gerne. Wahrscheinlich aber ganz gute Karten, hier was zu meistern. Allerdings müssen wir sagen, Keltas mit Pyroblast, Chromi mit Temple Loop, das könnte super eklig werden. Und dann kommt der Stukov noch mit seinem Silence, also könnte durchaus sein, dass sie da schnell getötet werden. Das heißt, am besten versuchen, nicht zu sterben. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Seid auf alles gefasst. Wir halten zusammen. Jetzt sehen wir mal wieder ein bisschen was anderes. Ich hatte zuletzt ja doch sehr, sehr häufig meine zwei, drei Lieblingsserien mit Imperius, Rayo und Hanzo sehr, sehr häufig gespielt habe. Aber es lässt sich nun mal nicht vermeiden, Leute. Ich will halt aufsteigen. Die Schlacht Und da spiele beginnt ich natürlich in das Beste vom Besten 10 Sekunden. momentan. 5, 4, 3, 2, 1. Möge die Schlacht beginnen. Gehen wir. Erste Blut wurde vergossen. Ist doch alles fein. Bei dem Magier müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal. Warte jetzt erstmal eine Runde. Ich habe meine Beute gefunden. Sucht euch ein Talent aus. Ha, gut gemacht. Schön gemacht. Ich bin fast da. Das ist nicht gut. Wir werden das da vermutlich unten erstmal klären. Klauen entreißen, Engel. Euer Schicksal ist besiegelt. Mal auf Sitzes warten.
Eure Stärke ist eine Inspiration. Wie schade. Langsam. Doppelkill. Ich bin ruhelos. Dreifachkill. Entscheidet euch für ein Talent. Alles zermatschen. Blutrausch. Mal ruhig mal das Mana jetzt rausbraten, würde ich sagen. Gut gemacht, Heiler. Gegner getötet. Hat die den Ulti, aber dann gehe ich erstmal zurück. Sollte die Li Ming hochheilen. Ich gehe zum Brunnen und dann schauen wir mal. Zwei Stacks erst, ist nicht so gut. Bisschen stacken. Fuck. Ja. Yeah. Wurde getötet. Doppelkill. Ich breche auf. Wir haben ein gegnerisches Tor überwunden. Ja, ich glaube, da können wir nicht mehr viel machen. Mein Zorn ist keineswegs besänftigt. Ich versuche das sichere Distanz. Was zu machen, aber was soll mal gehen gegen die, wenn wir auf jeden Fall Rachehagel gehen. Ich weiß nicht, warum ich immer Racheengel sagen will. Langer Weg bis 20 Stacks. Ich glaube, das hat er verkackt. Oder Kete. Okay, Meng Baby. Dann gehe ich hoch. Der Pfad führt hier lang. Ich werde diese Tor. Au, das tat Schweine weh. Fuck, Mann! Das kann doch nicht sein. Ich schätze das gerade ein bisschen sehr falsch ein. Ich werde dich lehren, was Verzweiflung wirklich bedeutet, Engel. Ich verweile niemals zu lange am gleichen Ort. Gerechtigkeit hat gesiegt. Doppelkill. In Ordnung. Spitze. Kam. Ich wusste, dass ihr euch nicht besiegen lasst. Fantastisch. Ach, das ist zu Ende gebracht, dass ich dann auch mal ein bisschen in Teamfights bleiben kann. Ich wusste, das würde schnell.
8 Stacks ist echt ein bisschen zu wenig gerade. Nice. Das hätte ich früher machen sollen. Da gab es immer noch mal richtig harten Slow ins Gesicht. Warten wir, bis wir Kudan haben. Ich wusste, dass ihr euch nicht besiegen lasst. Das war ein beeindruckender Blut. Ah, fuck. Eine Festung wurde zerstört. Ah, der Gastro spielt das sehr gut. Genug gewartet. Auf geht's. Ich breche auf. Sieht erstmal so aus, als hätten wir alle Karten auf der Hand hier. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Kannst du einen Hook machen? Ihr dürft ein Talent wählen. Okay. War mein Fail. War ich ein bisschen zu gierig. Manticore gehen. Darauf ist mein Feind nicht vorbereitet. Ein Held wurde getötet. Doppelkill. Nice. Schön gemacht von Ming. Unsere Gegner verlieren am Boden. Oh, du Fuck. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Doppelkill. Nice.
Ming hat abgestaubt, aber der Gessler hat super gut gespielt. Der kriegt von meinem Punkt, wenn er dabei ist. MVP. Sehr gut. Die andere Situation hat man gesehen, was er vorhatte. Er hat sich, wenn er den Stun gespielt hat, dann hat er sich ja da reingestellt, was eigentlich ganz logisch ist, damit die sich halt zu ihm bewegen müssen. Das kannst du bei Melees, kannst du das ganz gerne mal machen, aber nicht bei Ranges. Und der Kater ist dann auch nicht mal dahergekommen, weil er halt wusste, wenn er da reingeht, dann wird es halt schwierig. Ist 1 gegen 1 nur gegen den Thrall oben auch gewonnen, einfach sein Ulti angemacht hat. Er hat schon gewusst, was er da später gute Gaslow. Hat er sehr gut gemacht. Und ansonsten noch die Camps im richtigen Moment angefangen und so weiter und so fort. Bei denen lief es eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir waren einfach zu stark und die Liming hat dann einfach die Kills geholt. Am Ende des Tages. Nice, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Runde und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.